Zum Auto und macht die Abrollmoderation in Teil 1 hier quasi jetzt. Schön in den Anlieger. Hier quasi geht es echt steil rauf. Boah, und da liegt auch noch ein Baum im Weg. Aber halt steile Landung. Ja, hi, liebe Leute. Hier ist der Thomas von Free and Ride. Und ich bin am Flowtrail Siegen. Mir ist aufgefallen in den Videos, die ich so die letzte Zeit vom Flowtrail gesehen habe. Es gibt ja ohne Ende welche, also deswegen gehe ich da heute gar nicht so viel drauf ein. Ich werde versuchen, die Abfahrt mal mit zu kommentieren, was so kommt. Und vor allen Dingen werde ich euch sagen dann, wie lange dauert eine Abfahrt und wie lange dauert das wieder rauffahren. Weil das fragen immer ganz viele Leute. Und deswegen gehe ich jetzt mal hinter die Kamera. Also viel Spaß beim Gucken. Bis gleich. So, das Ganze fängt mit so einem kleinen Startturm an. Dann kommen hier ein paar Anliegerpalette. Das ist ein kleiner Table. Das ist ein kleiner Double. Noch ein Double, der direkt in einen Anlieger geht. Hier aufpassen. Kann man schnell rausfliegen. Also kleiner Tipp, wenn ich erstmal warm fahren muss, jetzt einfach wieder hier links rauf und noch mal die 1 fahren. Jetzt kommt die 2. So, startet auch wieder mit 2-3 Anlegern. Jetzt kommt schon der erste Sprung. Jetzt für den nächsten Sprung ganz wichtig die Blickführung sofort nach außen, weil sonst fahrt ihr dran vorbei. Kommt ein bisschen hier Wurzeln, Erde. Das war schon Abschnitt 2. Jetzt kommt Abschnitt 3. Der ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, was Treten angeht. Weil er so relativ in der Ebene ist. Aber da ich ja jetzt mit dem Levo hier bin, ist anstrengend wieder ein bisschen relativ, aber ihr hört es an meinem Atem, an meinem Stöhnen, Keuchen, ist definitiv nichts, wo man rein nur mit Flow runterrollen kann. Man muss hier trampeln. So, das ist zum Beispiel eine Stelle, die ich ziemlich cool finde. Kann man so das Hinterrad rumschlawenzeln lassen. So, gleich schon Abschnitt 3 fertig. Kommen in Abschnitt 4. Der braucht ziemlich viel Speed, weil er gleich relativ zügig schon zu Doubles kommt. Kann man natürlich auch, wie ich gerade, absurfen. Den Double sollte man dann springen. Hier so ein langgezogener Table. Jetzt kommen quasi zwei so Holz-Shark-Dinger. Auch hier Blickführung wichtig. Geht direkt links, rechts weiter. 4 Wellen. Kann man wunderbar absurfen hier. Die letzte abziehen. So. Hat man jetzt schon quasi Abschnitt 4 erledigt. Langsam, slow steht da. Genau. Jetzt kommt der Abschnitt 5. Das ist eigentlich fast ein reiner Transfer. Auch leicht bergauf. Hier kann ich sogar die Sattelstütze jetzt hoch machen. Durch den Wald, leicht bergauf. Ich bin jetzt so knapp noch 2 Minuten, würde ich schätzen, unterwegs. Guck gleich unten noch mal genau auf die Uhr. Das zieht sich hier halt was, weil es
bisschen bergauf, jetzt wieder in der Ebene. Es soll auch unten jetzt alles auf sein. Ich bin gespannt und auch neue Sachen da sein. Ist wie gesagt mein erster Run, da ich heute nicht viel Zeit habe, da ich was vorbereitet habe für euch. Am 12.06. bei Emotion ist Straßenfest und da werde ich Guide-Touren zum Flow im Bikepark OE anbieten und natürlich ein bisschen Fahrtechnik zeigen. So, wir sind schon in Abschnitt 6. Den finde ich, der rockt total. Bisschen aufpassen. Wenn ihr aus der Kuhle rauskommt, kommt quasi sofort ein Anlieger. Dann hier drei Doubles ordentlich einfach Bremse offen lassen. Und hier sehr cool aus dem Double in den Anlieger, in den Double. Wieder dasselbe, zack, zack. Und das Stück hier, Abschnitt 6, sehr geil, unglaublich racig, macht richtig Bock. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsabschnitte, Abschnitt 7. Ratet mal, was in Abschnitt 7 wohl drin ist. Na, ihr kommt nicht drauf. Na klar, Sprünge, ne? So, Ketten sind weg. Holzkurve musste, glaube ich, hier repariert werden. Während ich hier noch kurz Anlauf hole. Danke an alle hier vom MTB Siegerland, dass ihr das so in Ordnung haltet hier. Richtig cool. Und ja, wieder ein Geheimtipp. Wer wurzeln will, über will hier rechts runter. Das ist eigentlich der Raufschiebweg. Oh, da fühlte sich jetzt auch ein bisschen neu geschäft an, der Hip Jump. Hat auf alle Fälle ein bisschen mehr gekickt, als ich in Erinnerung habe. Hier aufpassen, nach dem Step Down geht es sofort links runter. Und auch hier sieht man, hier neue Holzwall. Hier sieht man, dass auch hier der Frühling natürlich nicht Halt macht. Nein, auch hier in Siegen ist natürlich der Frühling am Start. So, Abschnitt 8, rechts blaue Linie, links die rote Linie, startet mit einem, ja, eigentlich technischen Drop, nicht hoch, aber halt steile Landung. Großer Table dann, der um die Kurve geht, dann direkt quasi Anleger, noch ein Table. Wie gesagt, alles neu, ich kenne das gar nicht, ich bin das noch nie gefahren. Erstbefahrung, filmt man ja normalerweise nicht. Aber heute aus Zeitgründen, hier so ein kleiner Drop nochmal, der danach mit so einem Sprung, oh, richtig cool, cool gemacht. So, hier geht es nochmal in so eine Senke. So, dann kommt hier so ein Mini-Step-Up oder Gap, wie man will. So, dann haben wir hier noch was gebaut. Soll wohl ein Drop sein. Sieht nach ziemlich flacher Landung aus. Also ich würde ihn halt technisch fahren. Ja, nicht schön die Landung. Aber mal was Technisches im Trail, auch cool. So, hier noch mal hoch quasi über die Pfütze, die hier ist, wenn es hier stark geregnet hat. Raus aus der Kuhle. Und dann sind wir schon am Ende des Trails. Unten aufpassen. Da kommt die Straße und hier rechts ist eine Schule. Ich fahre jetzt links wieder rauf, gucke auf die Uhr. So, habe mir die Uhrzeit gemerkt. So, Abfahrt waren jetzt ja, schon fast 7 Minuten oder 8. Muss ich gleich selber nochmal auf die GoPro gucken, weil ich mir die Zeit nicht gemerkt habe. Schreibe ich aber später in den Kommentar. Unten in die Beschreibung, in die Videobeschreibung rein. Jetzt, das ist ein bisschen langweilig, mache ich erstmal aus. Ich noch mal kurz, um das zu klären, ich fahre jetzt den offiziellen Weg rauf.
Man kann auch übers Erfahrungsfeld quasi dann den Weg an Abschnitt 5, zwischen Ende Abschnitt 4 und Anfang Abschnitt 5, kommt man dann den Weg hoch auf die Allensteiner Straße. Und dann kann man übers Erfahrungsfeld oder sogar links am Erfahrungsfeld vorbei, die Bäume sind jetzt auch wieder weg, hochfahren und ist direkt am Start. Fahre ich auch lieber. Ich fahre jetzt mal den offiziellen Weg. Ich mal gucken wollte, ob ich mit dem Levo SL den Berg überhaupt hochkomme. Mach dann gleich wieder an, wenn ich oben bin. So, einer der wenigen Momente, wo man gerne ein richtiges E-Bike hätte halt. Hier quasi geht es echt steil rauf. Boah, und da liegt auch noch ein Baum im Weg. So, aber ich wollte ja gucken, ob es mit dem Levo auch eigentlich ohne Probleme geht. Wer das hier kennt, der weiß, wie steil das hier rauf geht. Mein Tipp, wenn es richtig steil wird, Sattelstütze so 1-2 cm runter und mit dem Steiß bisschen weiter nach vorne auf dem Sattel und schön Druck auf dem Lenker, damit gerade wenn ihr normale E-Bikes habt, dann erst recht das Vorderrad nicht hochgeht und trotzdem schön Druck auf dem Hinterrad ist. So, über den Baum muss ich zum Glück nicht drüber fahren. Da gibt es schon eine Umfahrung. Hab das steile Stück aber jetzt hier gut geschafft. Jetzt noch eben das kleine Stück bis zum Start hoch und dann habe ich eine Zeit. Es ist zwar mit Abstand das steilste Stück, 20% Steigung, aber auch definitiv der kürzeste Weg. Ich bin jetzt schon wieder oben auf der Ebene von Ende von Teil 1. Hammer. Also wirklich krasse Geschichte. Gleich mache ich da mal an, um zu gucken, wie lange ich für hoch gebraucht habe. Also, mit dem Levo volle Unterstützung bin ich in 12 Minuten wieder oben. Hammer. So, zum 12.06. kommt noch eine Info, was da genau ist. Ich muss jetzt schnell wieder zum Auto und mache die Abmoderation in Teil 1 hier quasi jetzt. Schön in den Anlieger. Uhuhu. So. Wie gesagt, Flowtrail Siegen ist ganz schön cool, eigentlich immer eine Reise wert. Coole Anlieger, coole Sprünge. Wenn Teil 5 nicht wäre, wäre es vielleicht einer meiner absoluten Lieblingstrails. Aber Teil 5 ist echt einer, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Finde ich ganz furchtbar. Vielleicht sagen die Cross-Country-Leute was anderes. So,